Unser OP-Roboter ist der erste Roboter dieser Art in Mittelfranken. Wir sind damit hier in Bad Windsheim mit unserem OP-Roboter Arm die erste Klinik, die künstliche Intelligenz im OP einsetzt. Die Investition für unseren Roboter wurde getätigt vom Landkreis. Der Landkreis hat somit in die Zukunft investiert. Denn künstliche Intelligenz wird in Zukunft im OP definitiv ihren Einzug halten. Bevor der OP-Roboter zum Einsatz kommt, müssen Vorbereitungen getroffen werden. Mithilfe eines CTs erstellen wir ein Modell Ihres Kniegelenks. Es folgt die Planung des Implantats in das erstellte 3D-Modell. Vor der OP können somit punktgenau die Größe und Position des Implantats festgelegt werden. Alles, was wir bisher gesehen haben, ist die Vorbereitung, bevor die eigentliche OP beginnt. Diesen OP-Teil möchten wir Ihnen ersparen. Nicht jeder möchte gerne Blut sehen. Ich versuche Ihnen weiter zu erklären, theoretisch, wie nun der Roboter in die Lage versetzt wird, die Planung umzusetzen. Dazu muss Ihr Knochen kenntlich gemacht werden für den Roboter. Ich habe hier Hilfsmittel, mit denen ich die Knochenpunkte an Ihrem Knochen abgreifen kann. Und jetzt erkennt der Roboter Ihren Knochen. Die Planung, die ich vorher erstellt habe, kann der Roboter jetzt übereinander setzen. Und jetzt ist der Roboter in der Lage, Ihren Knochen genau so zu sägen, wie ich es vorher geplant habe. Der Roboter wird also unser schlauer Assistent. Ängste und Sorgen sind völlig unbegründet. Die erste Angst könnte sein, wir operieren in Bad Windsheim in Zukunft alle Kniegelenke nur mit Roboterassistenz. Dies wird nicht der Fall sein. Wir operieren weiterhin auf hohem Niveau unsere Kniegelenke wie bisher. Für alle Patienten, die zusätzlich die Unterstützung des Roboterarms gerne nutzen möchten, wird der Roboterarm in Zukunft eingesetzt. Zweite Angst könnte sein, Sie möchten von einem speziellen Operateur operiert werden. Das wird auch weiterhin so bleiben. Nicht der Roboter operiert Sie, sondern weiterhin Ihr Operateur. Ihr Operateur plant im Vorfeld die Operation. Ihr Operateur wird bei der Operation den Roboterarm führen und kontrollieren und er bedient diesen Roboterarm. Das heißt, der Operateur bleibt weiterhin der Chef im Ring. Die nächste Angst könnte sein, dass der Roboter Sie während der Operation verletzen kann. Dies ist praktisch nicht möglich. Roboter und Operateur kontrollieren sich gegenseitig. Während der Operation schlägt der Roboter Alarm, wenn der Operateur versucht, den Bereich, den er vorher geplant hat, wo die Operation stattfinden soll, zu verlassen. Und der Operateur plant vorher, in welchem Bereich der Roboter sich bewegen darf, keine wichtigen Strukturen in Ihrem Kniegelenk zu verletzen. Die hohe Qualität bei Kniegelenkseingriffen in unserem Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung wird mit dem neuen Roboter nochmals verbessert. Wir sind bereit, sind Sie es auch. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, entweder übers Internet, über unsere Homepage oder persönlich am Telefon oder in unserer Sprechstunde. Besuchen Sie uns.